Der Pappnasen-Express ist da, tut, tut, tut wie jedes Jahr. Von Hamburg bis nach Köln, hier geht's ab wie Hölle. Ja, also mein Name ist Guido und ich bin ein original kölsche Jung. Ich bin auch jetzt seit anderthalb Jahren im Ruhestand und mache dieses also so noch hobbymäßig, mit anderen Worten, so ein bisschen mit Urlaubsgeld auffrischen. Ich bin also mit Leib und Seele oder war mit Leib und Seele Eisenbahner und ich finde es also lustig, wenn Leute also feiern, lustig sind. Wie gesagt, ein Original-Kölner, der geht eigentlich nicht mit dem Rosenmontagszug, der versucht sich dann da aus der Affäre zu ziehen, wogegen dann eigentlich einen Tag später, Beispiel jetzt am Dienstag, die ganzen Wagen, die im Rosenmontagszug gegangen sind, die gehen dann in den Vororten bzw. in einzelnen Bereichen von Köln und da feiern eigentlich die Kölner in ihrem Veedel, wie man sagt, also in ihrem Viertel. Und das ist immer sehr lustig, Kölner unter sich. Ja, wir sind eigentlich ein Völkchen, sehr weltoffen und wir nehmen es so, wie es ist. Es geht, wie es geht, sagt der Kölner. Der Pappnasen-Express ist da, Remi, Demi, Azazar. Wir reiten auf Züge, ruft die Krüge, komm mit an die Bar.